Wo sind all die Spiele hin? Manche Titel haben wir in der Software-Saison 2013 schmerzlich vermisst. Entweder weil sie verschoben oder eben gar nicht erst offiziell angekündigt wurden. Ja, GTA 5 ist längst auf dem Markt, das wissen wir auch. Aber von der PC-Umsetzung fehlt weiterhin jede Spur. Rockstar drückt sich immer noch um eine offizielle Bestätigung. Back in town, baby. Yeah. Dass Half-Life 3 irgendwann kommt, das steht hingegen fest. Wann und wie, das weiß allerdings nur Valve. Viele rechneten zu E3 2013 mit ersten Infos zu Gordon Freemans Rückkehr. Doch bis auf ein kleines Easter Egg im Spiel SteamWorld Dig war von dem kommenden Megashooter nirgends was zu sehen. Ganz anders verhält es sich mit Watch Dogs. Ubisofts Open-World-Hacker-Action war die große Genre-Hoffnung des Jahres 2013, bis der Titel schließlich auf 2014 verschoben wurde. Schade drum. Auch der Release-Termin von The Elder Scrolls Online war ursprünglich mal für 2013 angedacht. Inzwischen ist daraus der 4. April 2014 geworden. Wenn sich dadurch die Qualität des MMOs noch weiter verbessert, soll uns die verlängerte Wartezeit aber recht sein. Mit Warten kennen sich die Fans von Beyond Good and Evil aus. Dessen zweiter Teil wurde 2008 mit einem Teaser-Trailer angekündigt und war danach nur noch bei internen Ubisoft-Veranstaltungen gesehen. Ob und wann das Spiel denn nun endlich kommt, steht weiter in den Sternen. Dass Mirror's Edge 2 kommt, ist hingegen laut zahlreicher Stimmen von Entwickler DICE absolut sicher. Allerdings gibt es bislang weder Screenshots noch sonstige Details zur Rückkehr der künstlerisch wertvollen Ego-Akrobatik. Nur einen wenig gehaltvollen Teaser-Trailer. Bislang nur als Gerücht existierte unterdessen Fallout 4. Fast schon täglich geistern neue Meldungen durchs Internet, die die vermeintlich baldige Ankündigung des Endzeit-Rollenspiels betreffen. Wir gehen davon aus, dass es erst 2014 was damit wird.